Dungeons and Dickholes it is. Oh, not a fucking fantasy level. At least this isn't online. Comes right from the heart. Okay, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ich erinnere mich. Okay, was haben wir hier? Das ist die Pitfall Larry-Episode. In der man einfach die erste... Ich habe der erste Dungeon, oder das erste Mal, wenn man runterfällt im Game, war es ja so... Moment, ich muss noch meinen Sound ein bisschen leiser machen hier. So. Dass man komplett einfach down geht. Man hat keine andere Möglichkeit. Und dann kam eben noch vom AVGN das dazu. Von links und rechts Spikes, dann noch zwei Megalodons und alles. Sehr gute... Sehr gut gemacht. Sehr schön. Okay. Alright then. Moment, reicht das, wenn ich... Komme ich da so drüber? Ich glaube, ja. Ja, definitiv. Sehr gut. Okay, macht keinen Sinn, das Bier zu holen, da wir sowieso volle HP haben. Von daher, Yokes on you. Ein extra Guy, den können wir uns eigentlich mal gönnen. Warten wir mal kurz noch einen Zyklus ab. Jawohl. Okay, diesmal müsste es hier eigentlich weitergehen. So sieht's aus. Rechts haben wir anscheinend keine Deathblocks. Come on, man! This game is smelly, not sweat oozing out of a skunk's sphincter. Oh, sind wir wieder am Anfang? Ah, ja, okay. Alright then, let's pace this shit! Literally. Fuck! Okay. Achso, man kann die Dinger abschießen. Gut zu wissen. Sehr gut. Mushrooms teilweise ein Obstacle, aber man kann sie sich auch sehr gut zunutze machen. Ja, man kann die Dinger tatsächlich abschießen, okay. Falls man irgendwie in einem schlechten Zyklus reinkommt oder so, was den Pilz angeht, denke ich mal. Hobega. Aber warum man da down geht, frage ich mich halt. Naja. Kann man verstehen, muss man aber nicht. Spear können wir uns eigentlich sparen. Okay, Blind Jumps. Bisher fand ich das Game sehr gut, da keine Blind Jumps mit dabei waren. Bin ich nicht so der Fan von. Warte mal. Achso, ja, okay. Wusste nicht, dass das hier... Na gut. Never mind. Pick your own adventure. Also hier wären wir komplett safe gewesen. Mitte wäre direkt Checkpoint. Und wir haben natürlich den Weg genommen, der uns Damage Arenaen kann. War ja klar. Ah, nice. Hat man das wunderbare Feature, dass man ebenfalls auf der Leiter sich wehren kann. Perfekt. Okay, kleiner Homing Bat, so wie es aussieht. Proceed with caution. Oh, wir haben einen Key. Hab bisher jetzt noch keine Tür gesehen. They got me finding keys now. It's a fucking platform game. Ah, Mylon's secret castle. More like Mylon's shitty asshole. Da ich das gerade erwähnt hatte, dachte ich, eventuell muss ich gegen irgendwas schießen. Aber glaube nicht. Achso, hier die Keys, ja. Ein Key für mehrere ist okay. Müssen wir hier nochmal finden. Ich dachte eigentlich, ich habe hier Spikes gesehen, aber anscheinend spinne ich nur. Checkpoint. Classic. Okay, weiterer Key. Wird hier benötigt. Ich wusste, dass er da ist, nur wusste ich nicht, welchen Zyklus er jetzt gerade hat. Come on! Das hat mich vorher nicht getroffen. Zumindest haben wir da rechts noch ein Bier. Wie? What? Ah, ich hasse anti-clockwise Jumps. Ah, vielleicht ein Small Jump, das könnte funktionieren. Kann diese Drecksprit vielleicht nur umgehen, mein Gott. Nicht cool. Okay, versuchen wir einen Small Jump. Obwohl, hier werde ich gar nicht getroffen, oder? Ja. Ah.
kurz mal zurückgezogen. Zum Glück hat man ja wunderbare Air Control. Air Control, do you know what does it mean? Ah, Yoku Blocks. Ah! Ah, fuck you. Just fuck you. Nah, fuck! Right then. Das kriegen wir hin. Das ist auf den ersten Blick extrem verwirrend, als sich das Pattern irgendwie ändert. Hm. Na. Value. Oh, what the f... Okay. Nice troll. Fuck. Okay, das ist extrem Arsch. Just saying. Okay, das geht. Na. Oh. Okay. Ich wollte nämlich schon sagen, das ist extrem knapp bemessen und ziemlich scheiße. Aber gut, das geht. Und. Na! Hm. Mhm. Okay, der Gelbe bleibt extrem lange, sobald er spawnt. Killen wir die erstmal, bevor die noch irgendwie Probleme machen. Ah, zu früh. Aber ich glaube, ich kann von hier direkt schon auf den roten und vielleicht direkt einen Zyklus überspringen. Ups. Eventuell, mit ein bisschen besseren Timing. Okay, lass mal sehen. Clean. Galeen. Sweet. Ooh. My favorite. Egal. Ah! Damn! Small jumps? Nehmen wir stark an. Aber bisher noch keine Spur von Dragon's Lair. Vor allem das Blöde ist, man trifft dann oben den Fireball, wird dadurch zurück, einen kleinen Ticken zurückgestoßen. Und dadurch landet man auf den Deathblocks. Richtiger Arschmove. Nice. Ich hätte mich eigentlich down gehen lassen sollen, weil mit den Leben, die ich jetzt momentan habe, werde ich es hundertprozentig nicht schaffen. Okay. Okay, einfach nach oben. Alles klar. Oh. Yes. Wollte gerade sagen, wie wär's denn mal mit einem Checkpoint? The fuck? Fuck you. Oh ja, ist ja ganz normal, was hier abgeht. What the fuck? Ha? Huh? What? Versuchen wir das Ganze nochmal mit Geschmack. Ja. Ach so. Ja, ja. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich da oben das... Ich meine, in drei Leben werden wir das Level niemals schaffen. So viel ist schon mal klar.
Dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Aber wir können jetzt zumindest schon mal schauen, was für ein Bullshit hier noch auf uns wartet. Da können wir uns ja auf jeden Fall schon mal gönnen. Ja. Dachte ich mir. Shit! Ich zögere zu viel. Eindeutig, aber ich will mir auch gerne Zeit lassen, damit ich hier einen guten Zyklus habe. Na gut, den Luxus, den haben wir halt. Manchmal einfach nicht! Gott, dieses diese blöde Bounce weg. Scheiße! Ah. Lovely. Gotta love it. Ist. Oh. Yes! Okay, letztes Leben. Verbrauchen wir das auch noch schnell. Schauen wir mal, wir noch. Wir können es auch acen. Wir können das definitiv auch einfach acen. Vor allem müssen wir nochmal den ganzen Weg nach rechts zurück. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich meine, ich hätte da was gesehen. Genau so ist es auch. Haben wir auch den Key. Meint ihr, die Plattform fällt runter? Okay. Random. Okay. Random Plattform, die einfach nach unten geht. Ja, geil. Habe ich Bock drauf. Achso, ne, sind mehrere. Naja, immerhin. Immerhin das. The fuck? Clean. Okay. Alright. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein. Kann sein, dass es eine Shortcut ist. Dass ich da unten dann einfach lang gehen kann. Let's go with it. Schwierigkeitsgrad zieht hier schon enorm an in dem Level, allerdings. Habe ich so das Gefühl. Ah, fuck you. Unnötig. Okay, Leben müssen wir eigentlich nicht einsammeln, da wir sowieso gerade das Maximum haben. Von daher irrelevant. Boom. Achso, ja doch, ich kann ja... ich könnte auch da lang, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Das haben wir ja momentan eigentlich schon etabliert, dass es hier auf jeden Fall weitergeht. Müssen wir nicht unseren... Nee, Moment, hier nehmen wir... Ja, genau, hier waren die Spikes. Hier können wir Damage nehmen. Das heißt, wir gehen natürlich brav, wie wir sind, direkt hier runter, landen direkt auf dem Checkpoint. Value. Trotzdem direkt nochmal Schaden genommen und der erste Death, der eigentlich unnötig war, aber naja. Naja. Unnötig ist so einiges, was der Giant macht, aber das sind wir ja alle gewohnt. Ihr scheiß Drecksel! Dachte, ich kann direkt einen coolen Jump nach links machen, aber nope. Nope. Darf er nicht, Le Giant. Ist nicht erlaubt. Get the fuck away. Drecks. Haben wir hier? Nee. Eventuell Castlevania Blocks, ein bisschen Fleisch, aber... Leider nicht. Hatten wir auch nicht im Assholevania Level, davon mal abgesehen. Alicia Keys haben wir mittlerweile bei uns. Das war eigentlich Damage, dachte ich, aber... God damn it. God damn. Get away from me. Fuck you. Good shit. Können wir gut vorstellen, dass der Final Boss eventuell, Mr. Hyde hatten wir ja schon im Assholevania Level als Endboss. Also kann es eher schon mal nicht sein. Nur gespannt, wer es sein wird. Eventuell Bugs Bunny. Könnte gut sein. Der wurde ja bisher hier mit noch keinem Level erwähnt.
Mhm. Mhm. Mistvieh? Läuft doch schon direkt viel besser, so. Easy. Ah, genau, hier können wir herunterfallen. Und dann nehmen wir den gelben Block. Gelb, blau. Warten kurz. Zack, zack. Bloß kein High Jump. Ich glaube, bei High Jump gehen wir tatsächlich drauf. Ups. Genau, einen Zyklus abwarten. Immer ein extra Zyklus, den man abwarten muss. Relativ easy, wenn man es einmal raus hat. Das ist mein Lieblingsteil oder einer meiner Lieblingsparts. Swag. Nice. Gar nicht auf den Feuerball geachtet, um ehrlich zu sein. Da dürfen wir keinen extra Zyklus abwarten, da geht's direkt weiter. Genau, warten wir kurz aufs Respawn und dann pacen wir hier einmal durch. Ich habe keine Ahnung, wie das aktiviert wurde. Und durch. Zack. Shit. Oh, okay. Da hat der Block kurz gewackelt allerdings. Da war das Game sich nicht ganz sicher. Soll ich ihm den Schwung geben oder nicht? Das war interessant. Da habe ich kurz gemerkt, okay, das Game war sich nicht ganz sicher. Soll ich ihm das geben oder nicht? Das war interessant. Extra Guy. Ne. Not worth it, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt ja normalerweise keiner. Das ist das große Problem. Gefuckern. Bottoms up, Achievement unlocked. Ugh. Okay. Fuck the bubbles! Okay, geht noch weiter. Yes! Was auch immer das genau aktiviert? Keine Ahnung. Ah, das. Okay. Okay, wir können noch nicht mehr zurück, aber... Ich gehe mal davon aus, dass wir uns nicht softlocken können. Solid. Weiß nicht, ob man hier Multiple Choice hat, was die Wege angeht, die man gehen kann. Das kommt mir irgendwie fast so vor. What the fuck? What the f... Oh. Okay. I think I have an idea. Drecks fucking bat. Fuck you. Ah. Death block. Nice meme. Dachte, ich kann an außen rum, aber naja. Ach,
Fuck a duck. Oh, aufpassen. How the fuck was anyone supposed to get that beer down there? Ja, dachte ich mir allerdings auch. Und vor allem, warum würde ich das überhaupt versuchen wollen? Wenn ich sowieso dann einen Instant Death wahrscheinlich da habe. Naja. Okay, wir haben den Scope da unten. Schon mal sehr gut. Ey, das ist ja... Jesus. Okay. Komm, get some. Hoffentlich nicht. Ey, Jesus fucking ball sack Christ titty fucking... God damn it! Ein so Small Jump hätte es getan, aber ich musste ja natürlich wieder... den High Jump auspacken. Vor allem ist mir gerade erst aufgefallen, dass der Key hinter einem Death Block ist. Interessant, dass ich davon nicht erfasst wurde, allerdings. Get fucked. Get fucked. Oh. Okay. Obwohl, wir könnten den Scope dodgen und dann beim Zurückweg den einsammeln. Wäre eine Möglichkeit. Oh. Na, Small Jump hier. Haben wir denn da? Okay, Flying Stage. Erinnert mich stark an Rayman. Origins. Wie viel Leben waren das noch? 17? Oh, und wo kommen die ganzen Birds her? What? Okay, ist klar. 16 Leben noch, okay. Ah, fuck. Da war vor allem ein Bier und ein Leben. Aber das zu erwischen, ist halt auch wieder eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob der Vogel getroffen werden darf und nur ich nicht. Eventuell. Und kurz runter, okay. Das hat funktioniert. Nicht schnell genug. Oh, holy shit, the dragon's as big as a battleship. Soll es Metroid sein? Also Anspielung auf Metroid? Ah. Double life, let's go! Ah ja, oh ja, natürlich, machen wir noch ein paar Deathblocks mit rein, ist klar. Okay, die sind auch random, wo die Deathblocks spawnen. Ich fühle mich aber hier unten eigentlich am wohlsten, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer es kommt genau da natürlich ein Deathblock und... Je mehr Damage wir machen, desto schneller sind die und desto mehr Deathblocks kommen. Das kenne ich aus dem Satan. And Boss Die For It's Consumed. Ah, close! Ein Schuss wahrscheinlich nur noch. Rectus Maximus! Oh, wir wurden anscheinend getroffen. Okay. Good to know. A little shit. Ich glaube, der Vogel darf getroffen werden. Wir dürfen noch nicht getroffen werden. Also wir sind die Hitbox. Na, generell ist es egal, ob wir getroffen werden oder nicht. Sind ja eh One-Hit-Death-Blocks, von daher Latex. Eigentlich. Dammit! Spawnt ja hier ungefähr, genau.
Halten wir uns mal ein bisschen oben auf. Oder versuchen's. Ah, okay, da wollte ich gerade mal schauen. Okay, also wir sind die Hitbox. Der Vogel ist egal. Also es ist wirklich nur der Nerd, der getroffen werden kann. Dachte, ich kriege einen extra Hit, aber anscheinend nicht. Jetzt kommen sie auf einmal. Haben mich schon gefragt, wo die ganzen Deathblocks bleiben. Ah, der schießt auch schneller. Lange Zeit keine Deathblocks allerdings, komischerweise. Ich meine, das war super, aber dennoch merkwürdig. Dachte vielleicht, je länger wir an ihm dranbleiben, desto weniger Blocks kommen, aber glaub nicht. Also je häufiger wir ihn treffen, kontinuierlich. Hitbox. Again. Okay. Immer so kurz davor. Ey, das war eine Todesfalle. Also eine 1A-Todesfalle da. Fackel, ich bleib jetzt ganz rechts. Soll ich nicht machen. Schlechter Try. Sollten wir down gehen, was gut passieren kann, werde ich das Level logischerweise aufnahmetechnisch skippen. Und wir gehen direkt wieder zum Boss. Das Level habt ihr ja mittlerweile gesehen. Mhm. Nicht greedy werden. Das ist das ganze Geheimnis. Wir hätten aber hier nochmal down gehen können. Die Möglichkeit war da. 27 Deaths. Haben wir uns verschlechtert, oder? Das war einfach ein schwierigeres Level.